Hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, euer bunte Steine-Fan und heute mit meinem allerersten Lego Minecraft-Set, was ich hier vorstelle, die Pilzinsel, die Nummer 21129 mit 247 Teilen. Ein sehr schönes Modell schon mal auf dem Bild und ich bin gespannt, wie es in echt aussehen wird, wenn ich es aufgebaut habe. Hier sehen wir können es verändern, so dass wir ein anderes Layout bekommen. Da würde ich mal sagen, wir fangen an, die Box aufzumachen. Mal sehen, was es Schönes erwartet. Lego-Steine bestimmt. Ist auch erst mein zweites Lego-Minecraft-Set, was ich überhaupt in den Händen halte oder gekauft habe, das ich jetzt zusammenbauen werde. Wie gesagt, von dem ersten war ich so begeistert. So halt, das ist die Box, randvoll mit Stein. So, Box ist leer. Sieht leer aus. Stellen wir wieder hin. So, also, wie wir sehen, wir haben hier erstmal die erste Tüte. Überwiegend nur Platten. Nicht nummeriert die Tüten. Zweite Tüte. Schöne große Steine. Tüte Nummer 3. Der erste Figurenkopf und die kleine Tüte mit den kleinen Teilen, Tüte Nummer 4. Hier sehen wir schon eine 2x2 Fliese bedruckt und ganz wichtig, die Anleitung, ja, doch relativ dick und hat, ups, lass mich mal gucken, 70 Seiten insgesamt und das sieht dann so aus. Wenn wir es andersrum bauen. Dann würde ich sagen, ich baue das schnell auf und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder, meine lieben Freunde. Ich habe es geschafft. Ich habe die Pilzinsel fertig gebaut. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, weil es doch Lego in seiner pursten Form ist. Große Teile, man sieht sehr viel und man kann auch alles Mögliche daraus machen. So, da will ich euch erstmal die Figuren zeigen, die mitgeliefert sind. Zumindest eine Minifigur ist mit dabei. Das ist der gute Alex mit seinem, was weiß ich, Schwert, Axt, keine Ahnung. Ich bin wirklich nicht so in Minecraft drinne. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Mal sehen, ob wir es scharf machen. Vielleicht könnt ihr mir sagen, was das sein soll. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich würde mich darüber freuen. Ich lerne gerne was dazu. Dann haben wir hier einmal den Creeper. Wie gesagt, alles bedruckte Teile gewesen. Ja, ganz normaler Creeper halt. Und zweimal Mushroom. Mushroom groß und Baby Mushroom. Alles bedruckt schon gewesen. Hier von der Seite her gesehen. Zusammengebaut wurde. Sieht aus wie ein Fliegenpilz und giftig. Also ich find's wirklich richtig süß gemacht. Das ist, hat doch einen gewissen Reiz. So, dann kommen wir mal hierzu. Ich denke mal, ja, weiß ich nicht, soll ein Schiff sein, womit man die Insel erreicht. Aber bestimmt, irgendwie muss man ja zur Insel kommen. Upp, machen wir wieder scharf. Jawohl, irgendwie muss man zur Insel gelangen. Ein kleines Boot, ja, erfüllt seinen Zweck. Dann kommen wir hier zu dem Hauptteil. Die Pilzinsel, ich zeige es euch mal, ich kann es ja so, es ist ja relativ stabil. Ist aus drei Einzelsegmenten zusammengebaut. Ein Segment, noch ein Segment und ein anderes Segment. Sagt, hier haben wir noch, ich denke mal, dass es eine Box sein soll. Ups, raus. So. Ich sage hier die bedruckte Fliese, die zwei, einmal zweier bedruckt. Ebenfalls. Ich denke mal, es ist eine Box. Was ich vor allem recht süß finde, sind überall diese kleinen Fliegenpilze, die sich hier befinden. Eine nette kleine Idee. Ja, upsala, es ist alles schon auseinandergegangen. Wie gesagt, nicht viel. Man bekommt aber halt sehr viele, wirklich viele Platten. Und das ist gar nicht mal so schlecht, weil andererseits sieht es mit den Platten immer ein bisschen mau aus. So, dann haben wir hier als Hauptaugenmerk natürlich den Fliegenpilz, welcher ganz einfach gebaut wurde. Ich nehme mal ab. So sieht er aus.
mit Snot-Technik. Ich meine, hier hinter ist nur, wie man sieht, da ist das so dran gepappt worden. Erfüllt seinen Zweck, sieht gut aus. Sieht aus wie ein Fliegenpilz. Von daher gibt es nichts zu meckern. Sehr schön. Hier ein bisschen Pflanzengedöns. Was das hier hinten sein soll, habe ich keine Ahnung, um ehrlich zu sein, aber ja. Dann der dritte Teil. Scheint ein Gehege zu sein für den Mushroom. Kann ja mal abmachen. Ups, jetzt habe ich ihn geköpft. Oh, jetzt geht er kaputt. Nein, ich nehme Baby-Mushroom. Wir können ja Baby-Mushroom dann hier hinsetzen. Wir können ja alles so hinsetzen, wie wir wollen. Das ist ja das Tolle daran. Sag mal, hat sich noch gewehrt, wollte nicht raus. So, jetzt können wir ihn hier noch mit reinsetzen. So. So sehe das dann aus. Schönes kleines Gehege. Nur irgendwie festmachen. Na ja, gut. Jetzt mal wieder raus. Wie gesagt, hier eine kleine Tür zum Auf- und zum Zumachen. Und was noch war, ich kann es euch ja mal zeigen. Ich weiß nicht, soll wahrscheinlich auch ein Pilz sein. Aber nicht, dass ihr euch wundert, dass hier eine andere Farbe jetzt ist. Es gab keinen anderen Stein in der gleichen Farbe. Das, ich habe gesucht und gesucht. Ich dachte, ich wäre zu blöd gewesen, hätte irgendwas falsch gemacht. Nein, es gab keinen Farbe. In dieser Farbe mehr. Es war wirklich der falsche Stein mit dabei. Ja, das passiert auch bei Lego. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ein paar Sätze hat es gefehlt oder waren falsche Steine mit dabei. Und jetzt halt der in der falschen Farbe wieder mal. Das ist jetzt das dritte oder vierte Mal. Aber da sieht man, selbst bei Lego passiert sowas. Aber ich werde es so lassen. Stört mich jetzt nicht groß. Von daher, es ist zu verkraften. Ja, was machen wir jetzt? Natürlich, ich kann es euch ja noch mal zeigen, können wir das, dieses Set natürlich, ist ja modular. So, da tun wir Baby Mushroom mal hier hin. Ich finde den kleinen Racker süß. Ups, da können wir die Steine hier abmachen. Die wurden extra gebaut als Verbindungssteine, um als Weg zu dienen. Und da können wir zum Beispiel ganz einfach das so hinsetzen, dass das alles, ja, machen wir es am besten, am dünnsten, wir machen es so, so sieht das auch gut aus, dass wir das so in einer Reihe dann haben. Dann einfach hier einen Stein rein, so dass man einen Weg hat. Und wir können es aber auch, wie machen wir es am besten? Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Wie man sieht, ich habe keine Kreativität. Ich bin gerade ein bisschen, stehe ich gerade auf Schlauch. Ah, nicht gut. Wir können es ja auch so machen. Grundprinzip, da macht man hier. So, da macht man hier einen Stein hin. Als Weg. So, hat man hier die Verbindung. Halt. Ein bisschen, das ist so. Dann machen wir ihn hier hin. Ups. So, da können wir dann hier noch einen Weg hin machen. Das ist doch perfekt, das sieht doch gut aus. Gefällt mir. So, ja, können wir eigentlich so lassen schon. Grundprinzip. Wir können den Weg noch hier vergrößern ein bisschen. So kann man es machen. Ich meine, man hat wirklich unterschiedlichste Möglichkeiten, sich das hinzustellen und hinzubauen. Wie gesagt, dafür eignet ist eigentlich Minecraft perfekt für das Lego-Thema eigentlich geeignet, weil man kann so viel daraus machen, so viele verschiedene Dinge. Da eignet sich Minecraft wirklich gut dafür. Wie gesagt, ich bitte zu entschuldigen, ich bin nicht so in der Minecraft-Materie drin. Ich weiß, dass es ein Computerspiel ist, aber mehr weiß ich dann auch nicht. Und dass halt diese ordentliche Grafik hat. Aber wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Set. Leider ist es vom Markt gegangen. Es gibt noch ein paar Restbestände in einzelnen Kaufhäusern. Schaut einfach mal nach. Ein sehr, sehr schönes Set. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich hoffe, euch hat dieses Video, kleine Video gefallen über mein erstes Minecraft-Set. Wenn ihr mehr Minecraft-Sets sehen wollt, sagt mir einfach Bescheid. Lasst es mir einen Kommentar da. Lasst mir auch ein Like da. Das würde mich sehr freuen. Ja, also dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.